Sicherheit ist der wichtigste Aspekt bei der Jagd schlechthin. Deshalb ist er auch ein sehr zentraler Bestandteil bei den Jagdprüfungen. Die sichere Handhabung von Langwaffen erklärt uns heute Landesjagdverbandsgeschäftsführer Christopher Böck anhand der Repetierer von Steyr, Blaser und Sauer und anhand einer Flinte. Wenn das Video gefällt, dann lasst uns doch bitte euren Daumen nach oben da und abonniert unseren YouTube-Kanal, dann versäumt ihr keine Neuigkeiten mehr rund um die Jagd in Oberösterreich. Bei der Flinte, wo bewusst hier der Riemen oben belassen wurde, weil beim Üben für die Praxis sollte ja dann ein möglichst realitätsnaher Zustand vorhanden sein, ist eigentlich nicht viel zu sagen. Man kann hier mit den Pufferpatronen die Flinte laden. Wesentlich ist beim Schließen der Flinte, den Schaft nach oben kommen zu lassen und nicht die Läufe sofort danach sichern und den Lauf nach oben geben. Somit ist die Waffe geladen und gesichert und ganz wesentlich den Finger immer gerade lassen, weg vom Abzug, wenn ich nicht schießen möchte. Man kann dann beispielsweise, wenn man die Pufferpatronen drinnen hat, entsichern und schießen, wieder sofort den Finger vom Abzug. Jetzt ist der Zustand nicht geladen, logischerweise, ich habe ja beide Patronen abgefeuert. Beim Öffnen der Flinte die Hand drüber halten, der automatische Ejektor macht es, dass die Patronenhülsen dann in der Hand landen und bitte nicht im Revier vergessen, sondern immer mitnehmen. Bei den Büchsen, wo wir auch hier bewusst die Riemen oben lassen haben, um einfach praxisnah zu üben oder anzuregen, so auch zu üben, nehmen wir zunächst den Steyr Mannlicher, der einen deutschen Stecher hat und wir bewusst jetzt den Verschluss zu haben, bewusst das Magazin angesteckt haben, weil bei der Prüfung mitunter gefragt wird, nehmen Sie bitte die Waffe auf und stellen Sie zunächst Sicherheit her, überprüfen Sie den Lauf, ob dieser frei ist. Dann entnehmen wir zunächst das Magazin und öffnen den Verschluss, somit kann nichts passieren, die Waffe ist sicher. Dann holen wir den Verschluss hinaus, indem wir den vorderen Zügel drücken oder ziehen, besser gesagt, den Verschluss herausnehmen, schauen durch den Lauf durch, damit dieser frei ist, keine Fremdkörper drinnen sind oder ähnliches. Dann wird die Frage kommen vom Prüfer, Sie gehen auf einen Hochstand, gehen zur Jagd, bitte zeigen Sie mir das vor. Müssen wir natürlich den Verschluss wieder hineingeben. Sie laden imaginär das Magazin, stecken dieses an. Wichtig auch hier immer, den Finger gerade lassen. Nie, wenn Sie keinen Schuss abgeben wollen, den Finger am Zügel. Dann repetieren Sie die Patrone hinein und sichern. Jetzt ist die Situation geladen und gesichert. Bei der Büchse immer den Lauf zum Boden richten, damit hier, sollte ein Schuss brechen, möglichst wenig passiert. Wie gesagt, immer den Finger gerade lassen. Sie sitzen am Hochstand, Sie brauchen einen Kugelfang. Gewachsene Erde ist der beste Kugelfang oder der einzige Kugelfang für uns. Das Stück muss passen, logischerweise. Und dann fordert Sie der Prüfer auf, bitte sehr, legen Sie an und schießen Sie. Dann zunächst entsichern. Sie stechen, das heißt, im deutschen Stecher wird der hintere Zügel gezogen. Jetzt ist die Waffe eingestochen, geladen und schussbereit. Und jetzt kommt der Radfahrer oder der Schwammerlsucher. Wir senken sofort den Lauf ab, sichern die Waffe und den Stechen lautlos, indem mit zwei Fingern der Stecher und der Abzug gezogen werden. Und somit ist die Waffe gesichert und geladen und entstochen. Dann entnehmen wir das Magazin, Jagd ist vorbei. Entsichern bei dieser Waffe, um den Verschluss öffnen zu können, halten die Hand über die Öffnung und die Patrone, so eine drinnen ist, fällt in unsere Hand. Die Waffe ist entladen und wieder im sicheren Zustand. Um den Steyrer Strang fertig zu machen, stecken wir das Magazin wieder an. Beim Verschluss schließen, den vorderen Zügel ziehen und langsam Verschluss zumachen. Somit ist die Waffe entspannt und schrankfertig. Wenn Sie einen Blaser bei der Prüfung vorfinden und ihn aufnehmen müssen, um die Sicherheit zu überprüfen, wie gesagt, immer gerade Finger, so ist zunächst zu sehen, es ist gespannt, der Spannschieber ist in aktiver Stellung, man sieht sofort den roten Punkt, das heißt, Sie entspannen die Waffe, jetzt ist sie eigentlich ungefährlich, es kann nichts passieren. Nehmen aber
zunächst das Magazin heraus, um sicher zu gehen, wie schaut es aus, um den Lauf zu überprüfen, indem er den Verschluss hinausgibt mit einem leichten Druck auf diesen Knopf hier. Können dann überprüfen, ob der Lauf frei ist und schieben dann den Verschluss wieder ins Gewehr zurück. Danach imaginäres Laden und so weiter können wir uns ersparen. Es ist ähnlich wie beim Steirer. Gespannt wird die Waffe, wie gesagt, über den Spannschieber und diese Waffe verfügt über keinen Stecher, sondern den Feinabzug. Bei der dritten Waffe in unserem Bunde handelt es sich um eine Sauer. Auch hier die Situation, wenn Sie diese Waffe aufnehmen, Magazin herausnehmen, Verschluss öffnen. Hier gibt es neben dem der Abzugseinheit, um den Verschluss herauszunehmen. Sie überprüfen auch hier, Lauf frei, können dann wieder den Verschluss einführen. Auch hier Magazin laden, anstecken, Verschluss schließen, Sicherung. Handelt es sich hier um eine Sicherung, die unten an der Abzugseinheit entsichert wird. Und hier finden wir einen französischen Stecher oder Rückstecher vor. In der Situation ähnlich. Anlegen, entsichern, stechen, Radfahrer kommt und so weiter, sofort den Lauf zum Boden richten und sichern. Und Sie haben beim Sichern schon entstochen. Danach wieder Magazin entnehmen, Verschluss öffnen. Auch hier muss entsichert werden, um den Verschluss öffnen zu können. Und auch hier die Patrone fällt in die Hand. Und für den Schrank, für die Aufbewahrung, ähnliches Prozedere wie beim Steirer, das leere Magazin anstecken, Verschluss schließen und beim Schließen den Abzug ziehen und sanft herunterdrücken. Die Waffe ist entladen, entsichert, schrankfertig und somit auch die Prüfung hoffentlich bestanden. Damit wünschen wir alles Gute für die bevorstehenden Prüfungen und nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns bitte euren Daumen nach oben da und abonniert unseren YouTube-Kanal, dann versäumt ihr keine Neuigkeiten mehr rund um die Jagd in Oberösterreich.